Zügel. Dann reiten wir nicht so weit weg, okay? Ja. Komm. Was macht denn der schon hier? Bist du schon fertig? Ja, ja, es geht schnell mit der neuen Maschine. Dass dein Hochzeitstag so anfängt. Mei, wichtig ist doch, wie er aufhört, oder? Ja, da hast wohl recht. Ist es fertig? Ja. Was habt ihr denn vor? Keine Ahnung. Lass mich überraschen. Hatte der Johann nichts verraten? Den habe ich noch gar nicht gesehen. Der ist nach zu die Haflinger mit dem Florian. Aha. Nicht, dass er den Hochzeitstag vergessen hat. Der Johann, niemals. Was ist denn da draußen los? Maria, komm schnell, der landet. Schau mal. Wer ist das? Keine Ahnung. Hallo Anita. Wo ist denn der Herr Pfarrer? Ist was passiert? Na, na. Servus Eva. Maria. Anita. Was macht sie denn hier mit dem Hubschrauber? Der gehört Carlo. Am Bach? Was Gott? In Elmau gibt's ja wohl nur schöne Frauen. Der ist es also. Ja, wir werden heiraten. Das ganze Dorf redet sich schon in Mundwund, dass ein Zugreister die Chefin von der Bergbahn AG heiratet. Maria. Siehst du? Wolltest du was trinken? Setz dich schon mal raus. Ja, wo bleibt er denn? So, jetzt wird's kalt, pass auf. Ah. War das der Hubschrauber von der Bergwacht? Nein, nein, das war ein privater. Muss ich denn wirklich zum Arzt? Magst du lieber in die Schule gehen? Ach nö. Sechst das. Schade, dass du nicht mein Vater bist. Gott sei Dank. Deppert. Das hier ist zwar nicht New York, aber aufpassen musst schon, Barbara. Ja, ja. Die fuchsen. Immer ein bisschen schneller als der Rest von Elmau. Besser als immer und ewig zu spät, junge Frau. Hallo, Toni. Habt's immer noch keinen Nachfolger für euren Tourismusobmann? Wo der Reißer doch schon ein halbes Jahr tot ist. Vielleicht kannst du nur recht sein. Wir sehen uns nachher bei der Geländebegehung. Bis gleich, Herr Bürgermeister. Ich hol die ab, wenn's recht ist. Wird die Barbara. Ich habe nachgedacht. Der beste Mann, das wäre der Johann. Der war doch schon mal Touristikobmann, bevor er die Hütten gekauft hat. Na ja, der wäre schon der Richtige, um die Fuchsens mit ihrer Abschreibungsruine zu stoppen. Und dem Gemeinderat, der hätte es auch gefallen. Und der Reißer hätte auch nichts dagegen. Die Frage ist nur, ob er es machen will. Und was die Eva dazu sagt. Ach, der wird schon machen. Er muss einfach. Red doch heute Abend mit ihm. Ich bestelle euch einen Tisch in Bern. Ja, das ist eine gute Idee. Aber du gehst mit. Ja, gern. Ich sag ihm nachher Bescheid. Und das gehört alles diesem Johann hier? Vielleicht auch so. Aber seine Frau, die ist nicht aus Elmau, oder? Die Eva kommt aus Kassel. Also zur Großtin. Und der gefällt's dir? Ich glaube schon. Ist es dir nicht manchmal ein bisschen langweilig? Soweit ich weiß nicht.
Aber wenn dich das so brennend interessiert, kann ich sie gerne mal fragen. Ich warne dich. Der Johann wird fuchsteufelswild, wenn einer seine Frau macht. Ich doch nicht. Wir sind doch so gut wie verheiratet. Mm. Mm. Bis dass der Tod euch scheidet. Gott. Gott. Sie sind ja ganz schön in Schwitzen gekommen. Der Fußweg ist nicht gerade ein Sonntagsspaziergang. Sein schönes Dachschatz. Ja. Die hätten Sie gern mitgenommen. Nein, danke. Da laufe ich lieber und vertraue in Mutter Natur und meinen Füßen. Mehr als diesem Teufelswerkzeug. Nennst du ruhig beim Namen, Friede. Genau. Magst du auch Glaser? Ja, aber gern. Zur Feier des Tages. Jetzt, wo der Führerschein weg ist, nicht wahr, Herr Pfarrer? Ja. Gottes Fügung, ein winziger Schluck zu viel. Gewehbrüt 88, das Beste, was wir auf der Hütte haben. Ah. Das ist noch von Service. Weiß Birte jetzt auch. Marias, lass mal gut sein. Der Herr kommt aus München. Die ist auch noch ein Preis obendrein. Hier gefällt's mir. Grüß dich, Hans. Grüß dich, Johann. Da schon her, du hast hohen Besuch. Ja, weißt du, das ist der Ambach-Karl aus München. Wegen der Hochzeit nächste Woche. Ah, ja. Vater, ich bin vom Pferd gefallen. Na, wenn du so schreist, kann es nicht so schlimm gewesen sein. Am Fuß ist nur verknackst. Ich fahr schnell zum Arzt mit ihm. Von mir aus kann er bei uns übernachten. Ich glaub, du hast mit denen genug zu tun. Ja, du hast recht, ich mach mit einer die große Tour, da werden die überschüssigen Kräfte los. Du, Johann, ich danke dir schön, dass du so lieber um meinen Florian kümmerst, gell? Keine Ursache. Macht mir doch Spaß. Ja, also wenn Sie mit den Wadeln so stark seid wie als mit dem Mundwerk, sind wir bis morgen Mittag gleich da. Jetzt machen wir halblang, Alter, ja? Ja, vielleicht gehst du mal ein bisschen langsamer. Ja, ja. Machst wieder einen auf Macker, ha? Hey, sprichst du mit mir? Du sprichst mit mir? Ich meine, du meinst, du sprichst mit mir, ja? Hast du noch einen anderen Satz auf Lager? Aber sicher, ja klar. Hey. Das kann ja lustig werden mit denen. Wir wollen ja genauso wie wir Jungs sind. Also, viel Spaß. Grüß dich. So, auf geht's. Schau, da wo du stehst, kommt das Hotel hin. Da unten kommt der Campingplatz hin und schau, da bauen wir den Bergbahnanschluss. Mit der Anita von der Bergbahn AG sind wir uns bereits einig. Ach so. Die Anita hat euch schon zugesagt, aber die müsst doch wissen, dass das Projekt noch nicht genehmigt ist. Was spricht denn gegen das Projekt? Die Touristen werden begeistert sein und jeder von uns verdient was dran. Das stinkt nach Billigbau und verschandelt unser Tal. Na, euch ist doch nur daran gelegen, ein paar Großverdiener das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist bloß wieder eines eurer nichtsnutzigen Abschreibungsobjekte. Nur eins interessiert mich. Wie habt ihr die Anita eigentlich rumgekriegt? Die frisst ihr im Carlo doch aus der Hand. Und für dich steht auch was rausschauen dabei. Mit mir nicht, Sigi. Lass das Zeug stecken. Und du kannst damit rechnen, dass ich alles tun werde, damit das Projekt abgelehnt wird. Geh, Vater. Merkst das nicht. Bei dem richtest halt nichts mehr aus. Ja, Sigi, so weit funktioniert das bei mir noch. Stell dir vor, steig ein. Und du, Toni, du gehst zu Fuß. Den Weg kennst ja. Ich war mit dem Flori schnell beim Arzt, der ist vom Pferd gefallen. Oh Gott, was Schlimmes? Nein, ist bloß umgeschnackelt. Hallo erst einmal. Ja, hallo. Anita und ein gewisser Herr Ambach haben mir die ganze Zeit auf dich gewartet. Ich weiß. Ja, warum sind sie nicht mehr da? Ich sollte ausrichten, dass dieser Carlo übers Wochenende bleibt. Ja, das ist gut. Sag mal, wollen die ihre Hochzeit hier bei uns feiern? Ja, das hoffe ich doch. Was ist los mit dir? Nix. Ach komm, normalerweise springst du vor Freude im Dreieck, wenn sich so eine Gesellschaft ankündigt.
Stürzt sich etwa, dass deine Ex heiratet? Schmarrn. Grüß dich, Friedel. Sag mal, hast du einen Gleitschirm im Lotto gewonnen? Na, Gott sei Dank nicht. Aber verschonen tut er mich auch nicht. Also, ja, tag mir das rein. Magst du einen Schnaps? Ja, gerne. Freilich. Und jetzt? Ja, Anita und Carlo haben sich doch beim Gleitschirmunterricht kennengelernt. Und jetzt wollen die beiden bei ihrer Trauung von der Absprungstelle da oben eben abspringen und bis hinunter zur Kapelle im Hochzeitsoutfit samt Pfarrer und wollen in der Luft den heiligen Segen. Prost. Viel Spaß, vergeiz Gott. Prost. Oh, jetzt bin ich extra hier hochmarschiert, um das mal auszuprobieren. Wollte ich da nächste Woche schon heiraten, und die zwei. Ist ja auch schon lange her, dass ich nicht mehr geflogen bin, nicht? Ist auch besser so. Wie bitte, nächste Woche? Ist gut, Frau Doktor. Herr Doktor, auch mal wieder einen Emma. Hallo. Grüß Gott. Grüß Gott. Das steht noch gar nicht fest. Aber so gut wie. Pass auf, Mama, das mache ich. Und der Gäste wird wieder in die Küche. Kümmern wir um die Gäste. Und da fein mal drei Schnaps. Vier. Johann, was mit unserem Urlaub? Lass uns heute Abend drüber sprechen. Ne? So, die Herrschaften. Kaiserschmarrn, guten Appetit. Okay. Johann, hast du kurz Zeit? Du, Moment, ist ganz schlecht. Was gibt's denn? Der Toni möchte unbedingt mit dir sprechen heute Abend. Ich habe einen Tisch bestellt in Bern um 8. Kannst du kommen? Ja, ja, natürlich. Du und die Prospekte. Ja, sehr gut, danke schön. Magst du was trinken? Gern, Apfelsaft gespritzt. Gut, bringe da, hock dir her. Okay, danke. Was ist denn? Wir richten die Hochzeit der Anita aus. Du meinst, der Johann hat die Gesellschaft angenommen? Noch nicht, aber er wird. Wann heiraten die zwei? Nächste Woche. Und was ist mit eurem Urlaub? Da kommt was dazwischen. Wenn es nicht die Gäste sind, dann... Während der Saison muss er halt so viel mitnehmen wie möglich. Dann sind es halt die verfluchten Haflinger. Die Kutschfahrten sind mittlerweile ein ganz hübsches Zubrot geworden. Früher haben wir wenigstens mal einen Nachmittag zugemacht und sind in die Berge gegangen, um mal ein bisschen Zeit für uns zu haben. Er hätte mich zumindest fragen können, ehe er die Hochzeit annimmt. Vielleicht hat er es ganz einfach vergessen. Du kennst ihn doch. Er kann keinem Gast was abschlagen. Tja, und der Anita schon gar nicht. Schau mal, was ich Ihnen zu unserem Hochzeitstag schenken will. Das ist ein altes Bild vom Tal auf Glas. Schön. Wunderschön. Sind die zwei Schweinsbraten fertig? Ja, gleich, gleich. Ich muss mich um die Wäsche kümmern. Warum hat es denn so eilig, ne? Hängst du noch an die Mann? Was? Ich meine nicht die Eva, ich meine die Anita. Mama, das ist eine Ewigkeit her. Sie war immerhin deine erste große Liebe. Mit 16. Da haben schon ganz andere mit 16 die Frau fürs Leben gefunden und wieder verloren. Ist Eva vielleicht eifersüchtig? Ja, jetzt, wo die Anita heiratet, könnte es doch sein, dass irgendwelche Gefühle, also von damals, du weißt schon, alte Erinnerungen, dass die vielleicht wieder hochkommen. Hat sie das gesagt? Oder hast du ja den Schmarrn eingeredet? Also ist was dran oder nicht? Natürlich nicht. Dann sag ihr das. Und sag ihr auch gleich, warum du die Hochzeit angenommen hast, ohne sie zu fragen. Ich hab Eva noch nie gefragt, wenn ich eine Gesellschaft annehme. War auch noch nie die Anita, die geheiratet hat. Und die Eva macht sich Sorgen. Die Eva macht sich Sorgen, das ist ja großartig. Weißt du was? Jetzt frag ich selber, dann weiß ich wenigstens warum. Da, Tisch 16. Es wird ja ein schöner 10. Hochzeitstag. Vater unser, du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Na, den Rest kennst du und so weiter. Pack mal. So, der Start hat schon mal geklappt. So, jetzt noch ein bisschen nach links. Halt, halt. Jetzt ist zu viel. Ich muss mir nach rechts. Oh, mir wird schlecht. Oh. Eva? Was willst du? Dich was fragen? Frag. Ich würde dich fragen, warum du mich geheiratet hast. Wo ich doch so erschaffen bin.
Dann wollte er sagen, warum ich dich geheiratet habe. Warum? Deswegen versprichst du mir jetzt hoch und heilig, dass wir bei der nächsten Gelegenheit alles dicht machen und in den Urlaub fahren. Okay, versprochen. Versprochen. So, jetzt runter von mir. Ich muss weitermachen. Verflixt, warum fliegt das Ding bloß nicht so, wie ich will? Mutter Gottes, hilf mir. Oh Herr, warum hast du mir ausgerechnet jetzt deinen Aufwind geschickt? Ich will doch runter. Ave Maria, gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gnädig mit deinen Gnaden. Grüß dich. Grüß gut. Servus. Jetzt mal wieder. Servus, hallo. Na, Alter, schon wieder, ja? Geh noch keine Sprüche. Bis nach ist noch ein langes Stück Weg. Ja, ja, wir sehen uns oben. Ja, nicht vom Weg abgehen. Hallo. Immer schön am Weg bleiben. Schon in Ordnung. So jung und so schön müsste man noch mal sein. Und so frech. Ach, das ist schon in Ordnung. Wie ich jung war, wenn den alten Eimer davon gehen. Eins müsst ihr euch merken. Am Berg kommt es nicht nur auf die Muskeln an, sondern auf die Erfahrung und auf den Verstand. Das ist wie im Leben. Punkt. Hoffentlich hat sich unser Florian nicht ernsthaft verletzt. Du bist so gut mit dem Buben. Was wärst du für ein guter Vater? Mama, fang nicht wieder damit an. Und wenn's du auch mein Sohn bist, kann ich die Eva trotzdem verstehen, dass sie manchmal nicht mehr mag. Frau im besten Alter und kein Kind weit und breit. Ich will's dir eigentlich gar nicht sagen. Aber wir waren beim Arzt. In München, in Bozen und in Wien. Aber warum wolltest du das denn nicht sagen? Weil es der Eva peinlich war. Und mir ehrlich gesagt auch. Und was sagen die Ärzte? Das ist auch nicht verstehen. Normalerweise müssten wir Kinder haben. Ein ganzes Dutzend, wenn es nach denen geht. Und mehr kann ich da nicht sagen, wenn ich nicht mehr weiß. Am Stress liegt's. Ach, Mama. Nur daran, weil du immer nur ans Arbeiten denkst und ans Geld. Ja, 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 hack du jetzt auch noch auf mir rum. Hättest dich bloß nicht an dem Skilift von der Bergbahn angeteilt. Hättest. Anzukurbeln. Ich habe halt gemeint, da komme ich schneller von meinen Schulden wieder runter. Und dann hast du auch noch die Terrasse vergrößert, um mehr Umsatz zu machen. Sag mir die Wahrheit, Bub. Hast dich übernommen? €237.000. Das sind in 3.205.188 österreichische Schilling. Oder 464.520 Mark. Magst du das im Pfund und in Dollar auch noch wissen? Gottes Willen, Johann. Deswegen habe ich doch die Hochzeitsgesellschaft angenommen. Der Carlo zahlt mir ein Schweinegeld für die 80 Leute. Da kann ich 3 Monate meine Zinsen zahlen davon. Was ist der Eva erzählt? Ich wollte es ja gestern Abend erklären, aber ist ja wurscht. Hier ist Ihr Rezept und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Wiedersehen. Danke schön, Doktor. Wiedersehen. So, das wär's dann und jetzt bringe ich dich nach Hause.
Na endlich, und wo ist mein Attest? Na, so schlimm ist es auch wieder nicht. Es tut aber echt weh. Also komm, ich fahr dich hoch. Ein paar Tage werden wir wohl drin sein. Junger Mann, die Welt hat sich verändert. Da kann man nicht einfach so auf krank machen. Da muss man seinen Mann stehen. Ja, aber Schule ist voll langweilig. Aber wichtig. Und wenn es gar nicht anders geht, kann dir dein Großvater ja eine Entschuldigung schreiben. Ja. Bis morgen maximal. So, komm. Der Johann wartet sicher schon. Kurz, kiss me quick, hä? Kurz auch noch? Weil du tickst wohl nicht richtig. Oh, darauf stehst du wohl, was? Lass mich in Ruhe, ja? Moment ist nicht, hör auf! Was ist denn los? Hey, Baby, ich mag dich doch. Und was ist mit Silvia? Ich weiß nämlich, dass du mit ihr gehst in Frankfurt. Ja, sind wir etwa in Frankfurt? Sieht der Scheiß hier vielleicht aus wie Frankfurt? Hey, Baby, relax einfach. Lass mich in Ruhe. Zisch ab, verpiss dich. Jetzt stell dich doch nicht so an. Hey, du willst es doch auch. Was ist denn los? Wo willst du jetzt hin? Ich geh zurück. Sag mal, spinnst du? Willst du mich hier sitzen lassen oder was? Du dickst ja nicht richtig. Leck mich. Voll null. Dann hau doch ab. Weiber. Mensch, Susanne, mach keinen Quatsch. Das ist doch viel zu gefährlich. Hey, Susanne, jetzt komm zurück. Susanne! Oh nein, Hilfe, ich bin zu tief. Das reicht ja nie, was soll ich noch machen? Ah! Aua, mein Bein, aua! Verdammte Mistverfluchte! Ja, verzeih mir, aber es gibt im Moment keine passenderen Worte. Das ist ja zum Kotzen. So, komm raus. Und deinen Fuß nicht so sehr belasten, ja? Danke. Also, mach's gut. Sieht ja aus wie im Kino. Danke. So, fertig. Wie geht's dem Fuß? Naja, geht schon. Das habe ich ganz vergessen, dir zu sagen. Keine Panik, ich störe schon nicht. Kommt der etwa mit in den Bären? Unmöglich, ich bin invalid und krankgeschrieben. Ja, genau, er kann eigentlich keinen Schritt mehr gehen. Aha. Gut, dann kann ich ja die ganze Nacht Videos sehen. Wie? Die ganze Nacht? Eva, der Hans ist mit einer Gruppe Jugendlichen in die Berge und. Ja, ich habe ihm versprochen, dass er hier übernachten darf. Schon gut. So sind die Frauen manchmal. Jetzt aber nichts mehr hinterher, wenn du mir noch verrätst, wo die Fernbedienung ist. So, hier. Und ein Fett, Max. Habt ihr um 11 für dich das gemacht, verstanden? Als Roger. Du bleibst da, Momo. Komm, geh ins Köpfchen. Eva? Jetzt schnell. Eva, der Bub hat bloß noch seinen Großvater. Ich liebe den Florian, das weiß ich. Aber müssen wir dann immer für alles herhalten? Ich hab's dir versprochen. Nach der Hochzeit von Carlo machen wir ein paar Tage zu. Und fahren in Urlaub. Das Geld klang ja. So ist das gemeint. Urlaub zu Hause. Ein, zwei Tage frei, zwischendurch den Laden, putzen, aufräumen, einkaufen und dann kommt gleich die nächste Taufe oder Beerdigung und dann fängt auch schon die Wintersaison an. Geld kann doch nicht alles sein. Ah, da seid ihr endlich. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Wo ist denn die Susanne? Na, sag schon. Die ist zurückgegangen. Was?
Was heißt zurückgegangen? Du weißt doch, in den Bergen bleibt man immer schön zusammen. Ja, ich weiß. Wann war denn das? Vor einer Stunde. Unterhalb der Biedringer Alm. Verdammt noch einmal, ich schaff das nicht mehr bei Tageslicht. In einer halben Stunde ist finster. Also, ihr bleibt alle da, bis ich zurückkomme. Die finden Sie doch jetzt nie. In den Berg kenne ich mich besser aus als bei mir. Hoffentlich ist ja nichts Schlimmes passiert. Ich gehe jetzt los. Und wenn ich morgen gerade nicht zurück bin, rufst du die Bergwacht an. Was ist die Nummer? Bleibt hier alle zusammen. Bleibt er denn bloß? Hilfe! Hört mich denn keiner? Oh. Oh. Hilfe! Oh. Na, grüß dich, Anita. Servus. Bringst mir endlich mal einen schönen Mann in den Bären. Leider nur für ein Wochenende. Oh, das ist aber schade. Einzelzimmer nehme ich an. Du schläfst da bestimmt bei dir daheim, oder? Carlo und ich nehmen ein Doppelzimmer. Auch wenn dich verneid der Schlag trifft, Evelyn. Carlo heißt er also. Wirklich, Herr Ambach. Und wenn wir dann irgendwann den Schlüssel kriegen könnten. Ja, bitte, Herr Ambach. Für Sie und diese Dame das schönste Zimmer, das Hochzeitschalet. Dankeschön. Hoffentlich bringt es kein Unglück. Noch haben Sie den Hochzeitssegen ja nicht. Noch haben wir den Treueschwur nicht geleistet. Carlo. Ja, recht hat er. Noch kann er sich's überlegen. Komm jetzt doch auf ein Gläschen in die Jägerstuben runter, nachher, wenn die Anita schläft. Herr Ambach. Carlo. Carlo, ich möchte jetzt wirklich gerne aufs Zimmer gehen. Ja, gerne. Also, ich bin die ganze Nacht da. Ja, das ist aber eine Überraschung. Willkommen in unserem Hotel. Ich hoffe, dass das Suite hat geklappt. Ja, wunderbar. Wir werden doch schon ein wenig Zeit finden, den nächsten Tag. Bin bisher auch geschäftlich miteinander. Ich gehe dann schon mal vor. Ja, deswegen sind wir ja hier im Hotel und nicht bei Anita. Man kann ja mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Was sage ich? Heißt das, Sie haben die Gemeindegenehmigung für die Landerschließung in der Tasche? Ja, so gut wie. Genau. Gut, dann ziehe ich mich rasch um. Wir sehen uns später. Selbstverständlich. Reservieren Sie Herrn Ambach und der Anita den schönsten Tisch, die Nummer 10. Ja, aber den hat doch schon der Herr Bürgermeister für sich und den Johann Leitner reserviert. Was? Der Johann? Der Johann Leitner ist bei uns. Das ja? ist ja ein Jahrhundertereignis. Dann setzen Sie den Johann Leitner und den Bürgermeister eben um. Herr Ambach hat Vorrang. Vorübergehend zumindest. Jetzt war er schon. Wir werden es dem werten Herrn Bürgermeister schon erklären. Da bin ich mal gespannt. Ich mag das nicht, wenn du dich so anmachen lässt. Liebling, ich verstehe dich nicht. Es geht mir auf die Nerven, wenn du dich von irgendwelchen blöden Weibern anmachen lässt. Mit irgendwelchen blöden Weibern meinst du deine Freundin an der Rezeption? Die Dominus ist mir schon in der Schule auf die Nerven gegangen mit ihrer ewigen Anmacherei. Und du bist auch noch drauf eingegangen. Hey, das war doch nur eine harmlose Plänkelei. Noch habe ich keinen Treueschwur geleistet. Todpeinlich. Liebling, was ist los? Ich weiß gar nicht, was du hast. Hier in Elmau flirtet man nicht mit anderen Mädchen, wenn man fast verheiratet ist. Und dann dieser Hubschrauber, auch so was Angeberisches. In München warst du noch ganz wild darauf, mit dem Hubschrauber nach Elmau zu fliegen. In München ist es was anderes als alles anders. Sogar wir beide. Aber hier, das ist doch alles schickimicki. Dieses Chalet, die Edelklamotten und dein Gehabe. Ach, lass Carlo jetzt nicht, ich brauche ein bisschen frische Luft. Ja, nee, das ist kein Problem mehr. Wenn die erstmal verheiratet ist, dann denkt die nur noch ans Kinderkriegen. Was ist mit Carlo?
Weißt du wirklich, dass der für die neuen Pläne so viel mehr Geld locker macht? Der denkt doch ans Geschäft. Solange die Anita ihn bei Laune hält. Der Einzige, der mir wirklich Sorgen bereitet, ist der Johann. Was? Der Johann? Der Johann ist von Haus aus absolut gegen das Projekt. Und wenn der die neuen Pläne zu sehen bekommt, dann ist endgültig Feierabend. Herrgott, Bub, schau mir nicht so deppert an. Wenn der Johann Tourismusobmann wird, dann nutzt uns der Carlo mit seinem ganzen Geld nix, weil der Johann alle gegen uns aufwiegelt. Kapiert? Ja, das weiß ich auch. Aber was können wir denn da jetzt noch machen? Aufgeben ist nicht. Mir wird schon was einfallen. So. Herr Leitner, Frau Leitner, was für eine Ehre. So seltene Gäste, guten Abend. Freut mich sehr, Sie auch mal wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Guten Abend. Frau Thomas zeigt Ihnen gleich Ihren Tisch. Frau Thomas, bitte. Ja, also wenn ich bitten darf, hier entlang zum Tiroler Saal. Was machst du denn hier? Die Tür stand offen. Und in der Bar hatten sie keinen Enzian. Da dachte ich, hier gab es doch früher mal den Enzian. Für Ohnmächtige und Touristen. Und ich bräuchte halt dringend einen. Und statt einer Flasche Enzian habe ich das hier gefunden. Das ist ja ein ganz anderer Bauplan als den ich kenne. Da steht ein viel größeres Hotel. Und da wo unser Hof ist, da ist jetzt ein riesiger See. Ihr wollt unseren Hof versenken? Mit deinem Vater reden wir noch. Dem machen wir ein Angebot, das er garantiert nicht ausschaut. Also, nur so eine Idee. Ja, und noch wird die Suppe nicht so heiß gegessen, wie es kocht. Elmau wird davon profitieren. Ja, finanziell. Ja. Ja. Deswegen also die Heirat. Weil er so an den Hof kommt. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es einfach nicht glauben. Aber da wird nichts draus, meine Herren. Gar nichts. Guten Abend, Chef. Bitte sehr. Danke. Bitte sehr. Danke. Nehmen Sie doch bitte die anderen Gedecke gleich wieder mit. Jawohl. Wir sind zu zweit, oder? Na, lassen Sie es ruhig, das passt schon. Darf es ein Aperitif sein? Nein. Wenn Sie uns zwei Sherry bringen würden? Sehr gerne. Der Toni und die Barbara kommen nachher noch vorbei. Was? Ja, deswegen sind wir doch hier. Die wollen irgendwas mit mir besprechen. Das frage ich mich allerdings auch. Beziehungsweise frage ich mich das langsam überhaupt nicht mehr. Im Grunde genommen weiß ich es ja. Für dich kommt erst die Hütte, dann die Gäste, dann die Pferde und dann, natürlich immer vorausgesetzt, dass nicht noch schnell jemand vom Berg geholt oder am Gemeinderat ersetzt werden muss, dann komme irgendwann ich. Diese Hochzeit, die bringt uns 70 oder 80. Ich rede nicht von irgendwelchen Hochzeiten oder Gästen, sondern von uns. Es ist 3 Jahre her, dass wir zusammen im Urlaub waren. Ich hab dir gesagt, wenn das Geld langt, dann fahren wir. Also wovon reden wir hier? Von uns. Sag mal, was für ein Tag ist denn heute? Mittwoch. Warum? Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Liebst du mich eigentlich noch? Eva, ich mach das Ganze doch nicht für mich. Ich mach das für uns. Hallo. Guten Abend. Ja. Toni, Barbara, ist gerade ganz schlecht im Moment, tut mir leid. Ja, ich merk schon. Macht ja nichts. Nein, nein, macht ihr nur eure Geschäfte. Ich mach mich mal frisch, bin gleich wieder da. Entschuldigung.
Entschuldigung, Frau Leitner. Nein, da können Sie nichts dafür. Ist alles okay. Ich glaube, es ist besser, wir sehen uns morgen. Ja. Vielleicht bei dir oben auf der Hütte? Na, komm ich lieber bei euch vorbei. Es eilt ja nicht, gell? Ja. So, dann. Vierte. Ja. Servus. Deswegen willst du mich also heiraten. Du willst am Vaters Hof kommen. Über mich. Und dann willst du ihn versenken. Anita, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Du hast mich benutzt. Zusammen mit diesen Verbrechern. Vater und so ein Fuchs. Du hast mich hier in Elmar lächerlich gemacht. Nur wegen deiner Geldanlage, Scheiße. Beruhig dich, ich verstehe kein Wort. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ja, spinnst du? Susanne! Hilfe! Hallo! Hier bin ich, Hilfe! Keine Angst! Ich bin's, der Hans! Hilfe! Ja, Marl, Gott sei Dank, dass ich dich gefunden hab. Sag mal, was ist denn dir passiert? Oh, das tut so brutal weh. Ich bin schon da. Alles wird gut. Jetzt beruhig dich doch. Trink erst einmal einen Schluck Schnaps. Das wird schon alles gut. So, jetzt zeig einmal deinen Fuß her. Also. Und dieser ganze Bergquatsch steht mir wirklich bis hier. Du bist wahrscheinlich in die letzte wildere Folge von ganz Tirol reingetreten. Zeig den Fuß aus. So, jetzt werde ich mal verarzten. Nein. Komm her, schau weg. So, wird schon gut werden. Was machen wir denn jetzt? Gar nichts, wir bleiben jetzt da und warten, bis uns in der Früh jemand findet. Ich meine, mir ist kalt. Ich hab Hunger. Mein Fuß ist im Arsch und... Und wir sollen jetzt hier sitzen, oder wie? Dann geh halt in den Ort und hol Hilfe. Ja, das mache ich nicht. Ich lasse dich da nicht allein im Wald. Wir warten, bis uns morgen bei Tageslicht jemand findet. Mann, das ist vielleicht alles abgedreht. Jetzt sitzen wir beide hier mitten in der Nacht in diesen blödsinnigen Bergen. So ist das Leben manchmal. Ich hole jetzt ein Holz und dann machen wir Feuer. Es wird alles gut, gell? Guten Abend, Herr Ambach. Haben Sie Anita gesehen? Nein, tut mir leid, aber Ihr Tisch ist bereits fertig. Liebst du ihn denn überhaupt? Ich weiß es nicht. Im Moment weiß ich gar nichts mehr. Stell dir vor, die wollen unseren Hof looten, obwohl das im ersten Plan gar nicht vorgesehen war. Das hätte ich doch nie im Leben gebilligt. Wieso können wir von was wissen, du? Selbst wenn ich ihn liebe, kann ich ihn jetzt nicht mehr heiraten. Liebling. Jetzt wissen müssen, was du für einer bist. Was? Hau bloß ab nach München, lass uns hier in Ruhe. Anita, kannst du mir mal erklären? Carlo. Redst du jetzt für meine Frau oder was? Nein, aber das ist jetzt gerade der falsche Moment. Ich bin nicht deine Frau. Und das werde ich auch nie sein. Wird schon wieder. Darf ich Ihnen behilflich sein, Frau Leitner, oder wollen Sie schon gehen? Ja, Herr Fuchs. Ja, aber wieso denn? Ich dachte, heute wird kräftig gefeiert. Ja, das dachte ich eigentlich auch. Grund genug hätten Sie ja. Nein, wie man es nimmt, gell? Jetzt, wo der Johann Tourismus Obmann wird. Wie bitte? Ach, das wissen doch gar nichts davon. Er hat mir nichts davon erzählt, kein Wort. Deshalb klingelt er doch seit Tagen mit dem Bürgermeister und Anita umeinander. Schließlich so eine Vergangenheit verpflichtet. Aber das wissen Sie ja eh. Oder vielleicht auch nicht, weil Sie ja nicht von hier sind. Leider haben Sie recht, Herr Fuchs.
Vielleicht verpflichtet die Vergangenheit ja wirklich mehr als die Zukunft. Geh mal nicht. Rotwein? Gulaschsuppe. Streit gehabt. Scheint heute in der Luft zu liegen. Sie etwa auch? Ja. Naja, der erste Ärger ist verflogen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Danke. Ich will eigentlich nur noch nach Hause. Ich habe genug von diesen alten Geschichten. Wenn Sie wollen, bringe ich sie. Wir Zugereisten müssen ja zusammenhalten. Das ist der erste vernünftige Satz, den ich heute höre. Danke. Jetzt müssen wir ein bisschen um die Eva kümmern. Die meint ja bald, ich interessiere mich nicht mehr für sie. Klar, ich komme jetzt schon zurecht. Danke. Gute Nacht. Nacht. Servus. Entschuldigung. Ja, bitte? Haben Sie vielleicht meine Frau gesehen? Ich glaube, die hat sie bereits verabschiedet. Das gibt's doch gar nicht. Im Restaurant. Danke. Grüß dich, Salbenhose. Johann, servus, sag einmal, weißt du, wo der Pfarrer ist? In der Kirche wird er sein, wo sonst? Da ist er immer nicht auftaucht und es war Abendgottesdienst, den hat er noch nie verpasst. Er ist zuletzt bei dir auf der Hütte gesehen worden. Genau, mit einem Gleitschirm. Hast du ein Nachtsichtglasl dabei? Ja, im Auto. Ich glaube, ich weiß, wo er geflogen ist. Komm mit. Servus. So sehen Hochzeitstage aus? Na, bravo. Nicht der erste und auch nicht der zweite. Aber der zehnte. Wobei das wirklich nicht die Regel sein muss. Vielleicht läuft es ja bei Ihnen beiden ganz anders. Momentan läuft bei uns überhaupt nichts. Wie, auch keine Hochzeit mehr? Ach komm, Sie, es ist doch nur ein Streit unter frisch Verliebten, den sollte man nicht allzu ernst nehmen. Das erzählen Sie mal Anita. Vielleicht verrät die Ihnen bei der Gelegenheit, was plötzlich in Sie gefahren ist. Besser, die Liebe kommt einem vor der Hochzeit abhanden, als 10 Jahre später. Was wollen Sie denn jetzt machen? Keine Ahnung. Erstmal in Ruhe heulen. Und dann fahre ich vielleicht. Richtig. Ich fahre zu Ute. Das ist die Idee. Ich fahre zu meiner Schwester. Also, wenn Sie auf das Heulen verzichten, fahre ich Sie hin. Wirklich? Ja, warum nicht? Ja. Warum eigentlich nicht? Aber ein paar Sachen müsste ich mir schon noch holen. Dieser kleine Umweg ist mir ein Vergnügen. Ich hoffe, der Alte findet sie. Du hättest sie nicht allein lassen dürfen. Halt doch's mal, du Klugscheißer. Sollen wir jetzt die Bergwacht suchen? Morgengrauen, hat er gesagt. Scheiße, echt. Ich bin mal auf dem Dach von der S-Bahn gefahren. Im Winter. Da war ich vielleicht so 12 oder 13. Danach haben wir Zigaretten geklaut und ich bin zum ersten Mal geküsst worden. Weißt du, vorhin hier allein, ich sehe irgendwie jetzt alles anders. Ganz neu jetzt. Zum Beispiel, na, mit so einem Grufti wie dir hätte ich doch früher nicht geredet. Dabei bist du echt prima. Das finde aber ich cool. Sie haben sich aber schnell umgezogen. Nicht schlecht. Danke. Schickes Auto. Mietwagen. Und der Hubschrauber? Gehört der Firma eines Freundes.
Und die teure Uhr da? Geleast. Meine Spezialität ist es nämlich, mit dem Geld fremder Leute umzugehen. Scheint ja kein schlechtes Geschäft zu sein. Nein, es läuft ganz gut. Da könnten Sie ja dem Johann und mir noch was beibringen. Egal, wie oft wir es nämlich hin und her rechnen, bei uns ist immer Minus auf dem Konto. Da kenne ich noch andere. Was ist nun echt an Ihnen? Also, das sage ich Ihnen, wenn Sie mir endlich verraten, wo Ihre Schwester wohnt. In Venedig. In Venedig? Ist Ihnen das etwa zu weit? Ja, es ist nicht gerade um die Ecke. Okay, ich habe Ihnen versprochen, dass ich Sie hinfahre und ich halte mein Versprechen. Gut. Auf geht's. Auf geht's. Ah, du, ich hab ihn, da ist er. Wo? Da hängt er. Friedel! Friedel, hörst du uns? Komm. Dreck. Ist doch immer Stress mit den Weibern haben musst. Ach. Ich hol jetzt das Handy. Dass du nicht versucht hast, dich selbst zu befreien. Erstmal können wir ihn verlochen. Außerdem weiß ich, dass das gefährlich ist. Au, mein Bein. Pass auf, der ist bestimmt gebrochen. Nicht belasten. Oh. Weiß ich, Dick. Sag einmal, Friedel, was willst denn du? So wird man mir schnell. Ja. So, jetzt geh her. Ja, siehst du, das ist doch wieder heim in deinem Bett, gell? Du bist denn auf die blöde Idee gekommen, allein zu fliegen? Aber ich kann's doch. Ja, ja. Das hat man ja gesehen. Mein Gott, ist das schön hier. Es ist wirklich unglaublich. Wissen Sie, dass ich meine Schwester seit 3 Jahren verspreche, sie zu besuchen? Seit 3 Jahren? Das erste Mal seit Jahren, dass ich alleine verreise. Ohne Johann. Was heißt alleine? Bin ich niemand? Doch, Sie sind sogar sehr nett. Ich habe Sie am Anfang, ehrlich zugegeben, ein bisschen anders eingeschätzt. Wollen wir uns nicht duzen? Ja, gerne. Eva, aber das wissen Sie ja. Das weißt du ja. Carlo, das weißt du ja auch. Eva? Eva! Die Turbo-Route ist gerade zitiert worden. Wir gehen noch weiter ins Detail. Eva? Kurioser und damit interessanter hätte der Formel 1 Auftakt gar nicht sein können. Flori? Flori, wach mal auf! Hast du die Eva gesehen heute Nacht? Na, schlaf weiter. Pass auf. Zu deiner Schwester? Klar, deswegen sind wir doch hier. Ach, nur deswegen? Auch hab Mitleid mit meinem männlichen Ego. Was soll denn das heißen? Ach, da lässt man all seinen Charme spielen. Liebe zu ihrer Schwester. Ihr seid da. Grazie. Grazie. Danke. Da geht's, glaube ich, lang. Wenn ich dich heute Mittag schon an Ute abtreten muss, schenkst du mir dann wenigstens den, den Abend? Vielleicht. Via delle Vite. Ich glaube, es muss da drüben sein. Ja, genau, da ist es. Da. Oder? Ja. Ja, hier ist der Platz. Doch, hier ist es. Ich glaube, wir hätten besser anrufen sollen, oder? Ach was. Gute Marke Überraschungen. Naja,
Hier ist es. Buongiorno. Ah, buongiorno. Sono la sorella di Ute. Ute ist nicht da. Einen Moment, bitte. Huberger? Ist das dein Mädchenname? Huberger? Einer der Gründe, warum ich geheiratet habe. Erinnerst du dich noch an die anderen Gründe? Die erzähle ich dir später mal. Falls du dich überhaupt noch daran erinnerst. Oh doch, sehr gut sogar. Oh. Ciao. Marco. Das ist Carlo, ein Freund. Ute ist heute Morgen ausnahmsweise früh aus dem Haus. Sie hat ein Examen. Tja, dann ist es wohl besser, wir kommen heute Nachmittag wieder. Viel besser. Oder sie ruft uns auf meinem Handy an. Okay. Okay, ciao. Ciao. Wer war das denn? Ein Italiener. Ist ja hübscher sogar. Deine Schwester scheint einen guten Geschmack zu haben. Davon hat sie mir gar nichts erzählt. Wovon? Na, dass sie einen Freund hat. Woher weißt du, dass das ihr Freund ist? Ja. Da hast du eigentlich auch recht. Geht mich auch gar nichts an, oder? Eben. Eva? Eva, bist du da? Ich bin's. Was ist denn los, Bub? So früh? Brennst du unten in einem Haus? Grüß dich, Mama. Tut mir leid, dass ich dich aufgeweckt hab. Ich such die Eva. Die Eva? Ich hab immer gedacht, die wohnt bei dir. Mama, hast du das gesehen? War die heute Nacht bei dir? Na, Eva war nicht hier. Was ist denn passiert, Johann? Wir waren in Bern und haben uns gestritten. Wegen was? Das ist nicht so wichtig, das verzeiht er anders mal. Viel schlimmer als ich weiß nicht, wo sie ist. Jetzt mach ich mir langsam Sorgen. Vierte. Vierte Gott. Doppelzimmer? Zwei Doppelzimmer, bitte. Wie bitte? Für mich auch. Doppelzimmer? Egal. Dankeschön. Prego. Grazie. Le auguro un buon soggiorno nel nostro albergo e Venezia. Danke. Ich muss mich kurz hinlegen, ich bin todmüde. Wir gehen nachher in die Stadt, okay? Okay. Ja, und ich brauche, glaube ich, dringend ein neues Hemd. Ja, Signore, dringend. Christine, du bist doch ihre beste Freundin. Also wenn du weißt, wo sie ist, dann sag's mir, bitteschön. Vielleicht ist sie heimgefahren nach Kassel. Das ist doch ein Schmarrn. Du bist doch schon längst nicht mehr zu Hause. Also ich meine, wir sind doch jetzt ihre Familie. Ich, meine Mama, der Florian. Das ist deine Familie, Johann. Zucker? Nein. Klar, mittlerweile hat sie sich eingewöhnt hier. Aber erinnere dich mal, wie schwer sie es ja hatte am Anfang. Und irgendwo bleibt sie für die Leute immer Zugreiste. Ihr braucht's einfach mehr Zeit füreinander. Bei eurem ganzen Stress ab und zu mehr Pause, um sich anzuschauen und zu sagen, hey, das ist der Mensch, den ich liebe. Und nicht die Geschirrspülmaschine. Ja. Ja, das weiß ich auch alles. Johann? Ja? Servus, Christine. Grüß Johann, du musst mir schnell helfen. Der Hans hängt im Berg fest mit einem Mädel aus der Frankfurter Gruppe. Und die Kufsteiner Hubschrauber sind beide im Einsatz. Jetzt bräuchte man den von deinem Bekannten. Was, den vom Carlo? Ja. Der steht am Bären. Ja, und Schlüssel? Ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich im Hotelzimmer. Dann komm bitte.
fertig. Und wenn sie sich meldet, rufst du mich an. Bitte schön. Ja. Johann, Moment einmal bitte. Deine Frau hat gestern Abend im Restaurant das Päckchen vergessen. Dankeschön, gib's her. Hochzeitstag vergessen. Oh, Mist. Du? Grüß dich, ist der Carlo da? Ja. Der ist ja gestern Abend nicht mehr hier aufgetaucht. Sein Glück. Und Eva? Hast du die gesehen? Nein, wieso? Weil der seit gestern Abend verschwunden ist. War die ganze Nacht nicht daheim. Soll in den besten Familien vorkommen. Du, auf solche Witz kann ich jetzt auch verzichten. Pass auf, der Hans hängt mit der Jugendlichen im Berg fest. Wir brauchen einen Hubschrauber vom Karl. Wo ist denn der Schlüssel? Da auf dem Tisch. Alles klar. Dankeschön. Johann, ich würde gern. Später, okay? Sag einmal, kennst du dich aus mit dem Ding? Ja, klar. Hey, wie lange bist du schon immer geflogen? Endlich auf mit deinem Johann. Schau dich mal um. Genieß die wundervolle Stadt und sei endlich glücklich. Musst du denn gar nicht an Anita denken? Also, wenn ich dich so betrachte, unter dem weltberühmten Campanile, könnte ich sie für einen Augenblick vergessen. Aber im Grunde genommen geht's mir genau wie dir. Wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? Sie ist vom Himmel gefallen. Was? Mit einem Gleitschirm, direkt vor meine Füße. Mir war sofort klar, dass sie etwas ganz Besonderes ist. Inwiefern? Sie kommt aus Elmau. Genau wie Johann. Naja, ich war ein ziemliches Arschloch, bevor ich Anita kennengelernt habe. An eine feste Beziehung gar nicht zu denken. In das werde ich mich wohl wieder zurückverwandeln müssen, wenn Anita mich verlässt. Liebst du ja wirklich? Ja. Was soll man machen? Das Leben geht weiter. Wie sagt man so schön? Auch andere Mütter haben schöne Töchter. Oh. Hambach. Ja? Einen Moment bitte. Für dich? Meine Schwester. Hallo, Ute. Ich habe ein furchtbar schlechtes Gewissen. Sag mal, hast du mit ihm geschlafen? Na komm, nur weil ich mit ihm durchgebrannt bin, will ich doch nicht gleich mit ihm ins Bett. Ja, aber er ist sehr attraktiv, oder? Ja, er ist auch sehr nett. Und bestimmt sehr reich. Alles auf Pump. Na, besser als so ein armer Student. Oder überfleißige Wirt und Pferdezüchter. Jetzt hör auf, ja? Ich vermisse ihn. Als wäre ich schon Wochen von zu Hause weg. Warum bist du dann weggerannt? Weil ich nicht mehr weiß, ob er mich wirklich noch liebt oder ob alles nur Gewohnheit ist. Das Schlimmste ist einfach, dass er nicht mehr mit mir über seine Probleme redet. Vielleicht hat er ja keine. Natürlich, aber er redet nicht darüber.
Hast du denn dazu aufgefordert? Nein, ich habe mir gedacht, lass ihn. Er wird schon von alleine kommen. Wer war der Erste in der Geschichte der Menschheit? Mit wann reden Männer freiwillig über ihre Probleme, ha? Huh? Venedig scheint dir gut zu tun, Schwesterchen. Im Vergleich zu Kassel, ja. Oder sind sie Italiener? Auch. Und dieser arme Student von vorhin, ist das dein Freund? Sagen wir mal so, er hat gute Chancen. So, mit dem willst du also in der Gondel fahren? Ja, natürlich, ist das aber anstößig? Das nicht, aber hochromantisch. Bis später. Pass auf dich auf, okay? Ich muss rausziehen. Können Sie bitte anhalten? Posso scendere? Va bene. Grazie. Was ist los? Carlo, es tut mir leid. Es ist wirklich wunderschön hier, aber es ist einfach nicht meine Welt. Nicht ohne Johann. Das, was wir uns aufgebaut haben, ich kann es einfach nicht aufs Spiel setzen. Es tut mir leid. Trotzdem. Vielen Dank für alles. Hans, wie geht es schon an? Was haben Sie gemacht? Verstarken, die Werkstatt. Pass auf, wir fliegen Sie jetzt runter ins Krankenhaus. Was haben wir da heute Stunde bei dir und heute raus? Ist das okay? Nein, ich gehe lieber zu Fuß. Ich muss was für meinen Kreislauf tun. Ja, aber langsam, du, es wird heiß heute, okay? Ja. So, sind wir fest. Schön reinsetzen, keine Angst, passiert nichts. Hoffentlich haben wir beim nächsten Mal mehr Zeit füreinander. Ich verspreche es dir. Und bring Johann mit, okay? Ich werde es versuchen, ja. Alles Gute. Alles Gute, bis bald. Ciao. Ist gut.
Da, Frau Ohrmoser. Grüß Gott, Herr Pfarrer, wie geht's denn? Na ja, es wird schon wieder, es wird schon wieder. Alles in Gottes Hand, nicht? Herr Pfarrer. Anita. Kleines Missgeschick. Ich glaube, du bist unwichtig. Es tut mir leid, aber ich glaube, Ihre ganze Mühe war umsonst. Wieso? Aus der Hochzeit wird nichts. Ich bin hier, um Sie abzusagen. Ja, aber... Wir haben uns gestritten. Kleiner Streit unter Brautleuten. Das renkt sich schon wieder ein. Ich glaube nicht. Passen einfach nicht zusammen. Das ist mitunter die beste Voraussetzung für eine glückliche Ehe. Nun geh schon hin zu ihm und vertrag dich wieder mit ihm, mein Kind. Das kann ich nicht. Ja, wieso denn nicht? Selbst wenn ich wollte, er ist letzte Nacht verschwunden. Wohin? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Die Eva ist auch verschwunden. Was? Ja, der Johann war vorhin hier und hat sie gesucht. Aber das gibt's doch nicht. Elmar ist doch kein schwarzes Loch, wo Menschen sind einfach verschwinden. Aber heute Nacht muss so gewesen sein. Wenigstens zwei sind verschwunden. Und wer sagt uns, dass die nicht gemeinsam durchgebrannt sind? Ja. Ihm würde ich zutrauen. Die Eva hat im Moment auch Probleme mit dem Johann. Also? Der Teufel ist ja an dem Spiel. Werde ich mich wohl drum kümmern müssen. Tropfen auf dem heißen Stein. Das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe keine Ahnung, mit mir hat sie nie über ihre Sorgen geredet. Er redet schon mit seiner Schwiegermutter über diese Dinge. Und dass es so weit gekommen ist, dafür kann er ja eigentlich nichts. Wozu? Dass sie so viel arbeiten müssen. Ist es deswegen? Wenn er das Geld für die Bank nicht rechtzeitig zusammenkriegt, müssen wir da herum zumachen. Ich werde mit ihm reden. Es wird wohl auch nichts mehr nutzen. Vielleicht doch. Besten, du redest mit der Bank. Für gut. Für die gut. Grüß dich, Fredl. Servus. Was ist denn los? Nix. Es ist die Allergie. Die Pferdeallergie ist es. Geh weiter. Angst hast du, Schmarrer. Gib's doch zu. Also gut. Du hast recht. Ich hab Angst vor den Viechern. Und jetzt bist du dran. Womit? Ich hab grad mit deiner Mutter geredet.
Und dir wird's auch niemand übel nehmen, wenn du zugibst, dass du dir Sorgen machst. Und schon gar nicht die Eva. Aber dazu müsst ihr es erst einmal wiederfinden. Die Christine vermutet, dass sie mit dem Münchner abgehauen ist. Wohin? Es ist nur eine Vermutung. Wenn der die anklagt, dann bring ihn um. Johann. Das meine ich ernst und jetzt lass mich. Johann, da, ich muss los. Johann! Die Gemeinde hat die Kutsche für den ganzen Sommer gemietet. Johann, gehst weg. Johann, gut, dass wir uns treffen. Gut, das hast du vergessen. Komm mit. Was ist denn das? Die Pläne von den Fuchsens. Na, das kann nicht sein. Die sind nicht identisch mit denen, die sie dem Bauamt vorgelegt haben. Genau. Wollt's mir bloß nicht nochmal auf die Verbrecher rein? Natürlich nicht. Ich werde das Projekt verhindern, egal wie. Also mir und Carlo haben's erzählt, dass du einverstanden bist. Anita, du kennst mich doch. Ich habe das Projekt geprüft und es ist unzumutbar für diese Gegend. Das werden sie nicht durchbringen. Sag mal, kennt der Carlo die Pläne überhaupt? Du, das weiß ich nicht. Aber er trägt immerhin einen Großteil der Baukosten. Der muss ja im Geld schwimmen. Er haut so schnell raus, wie er es verdient. Dabei ist er eigentlich gar kein Angeber. Und in Wirklichkeit liegt ihm auch gar nichts am Geld. Ja. Was will er dann in Elmar? Ja, also, wenn er an dem Bauvorhaben nicht interessiert ist und auch nicht am Geld, dann gibt's eigentlich nur eine Möglichkeit. Ja, jetzt schau nicht so. Er liebt dich wirklich. Ja, wieder. Der Johann sucht dich überall. Ach, von wegen. Was ist denn los mit dir? Das ganze Dorf redet schon darüber. Nur ich bin wieder mal die Letzte, die es merkt. Vergangenheit verpflichtet, so ein Scheiß. Und Anita hier und Anita da und. Ach, eifersüchtig bist du. Ich habe sie doch gerade gesehen, wie sie Hand in Hand zum Bürgermeister rein sind. Und wer eifersüchtig ist, liebt auch noch. Dann ist ja alles gut. Nix ist gut. So gesehen hast du auch wieder recht, da? Was ist das? Warum hat er mir nie etwas davon erzählt? Er wollte es allein durchziehen. Um Gottes Willen. Er wollte dich nicht damit belasten. Nicht auch noch damit. Und mit der Anita ist wirklich nichts. Ich habe ihn gefragt. Hat er deswegen die Hochzeitsgesellschaft angenommen? Wer bist du denn? Es tut mir leid. Doch auch, ich hatte überhaupt keine Ahnung von dem hier. Ich habe unseren Hochzeitstag vergessen. Ich habe dich so furchtbar vermisst in Venedig. Venedig? Eine scheußliche Stadt. Ohne dich. Ja, ja, ich gehe ja schon. Wenn du willst, fahren wir zwei noch mal zusammen nach Venedig. Mit welchem Geld? Wir kratzen schon was zusammen. Erstmal arbeiten unsere Schulden ab. Dabei machen wir es uns so richtig schön. Es geht. Glaub mir. Stimmt. Hatte ich total vergessen. Johann, schnell! Dem Großvater geht's nicht gut. Ist nichts Schlimmes. Der Kreislauf.
Aber in den nächsten Wochen lassen wir das Bier und die Schnäpse lieber weg, gell? Hätte man die doch mal im Hubschrauber mitnehmen sollen. Na ja, die Nacht mit der Susanne. Die hat mir einen Rest gegeben. Also ihr zwei, ihr kommt jetzt erstmal zu uns. Ist das wahr, Opa? Können wir bei dem wohnen? Ja. Was die Eva sagt, wird schon stimmen. Das wird bestimmt schön. Aber ich bleib nur so lang, bis ich wieder gesund bin. Und bis ich wieder laufen kann. So ist's. Anita, kann ich dich mal kurz sprechen? Ich bin halt so, tut mir leid, aber ich dachte gerade, das hätte dir an mir so gut gefallen. Und die Pläne für die Ferienapartments hier in Elmau, die keiner will? Anita, glaubst du wirklich, ich hätte den Hof deiner Eltern unter Wasser gesetzt? Also so mutig bin ich auch nicht. Es sollte eine kleine Investition sein für ein paar gute Kunden, die ihr Geld gut anlegen wollten. Was die Fuchsen zu erzählen, ist doch nur heiße Luft. Die haben hochtrabende Pläne, aber nichts in der Tasche. Was die wollen, ist mein Geld. Naja, dass sie für das Projekt keine Genehmigung hatten, das haben sie natürlich elegant vertuscht. Ich hätte es wissen müssen. Ja, wenn du willst, dann verschwinde ich jetzt. Ja. Moment. Was war mit Eva? Absolut nichts. Aber es ist schön, dass du eifersüchtig bist. Hübsches Poloshirt. Fangen wir jetzt an! Und deswegen sagen wir. Ah, da kommen sie! Wahnsinn! Oh, schneidig, die Anita! Dass die sich das traut? Schon eine verrückte Idee. Keine Vorräte! Juhu! Ich zeige euch jetzt einen anderen Weg. Das Game ist der Vater! Hallo! Schau mal, der Herr Vater hat sogar Zeit zum Winden. Und alle Erkenntnisse hätte. Und alle glauben. Dass die sich das trauen, das ist ja Wahnsinn. Hol den Friedel. Hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist müde. Jetzt habe ich nur noch ein Problem. Ich brauche einen Chef. Na, Johann. Ich habe euch doch schon einmal Nein gesagt. Und jetzt habe ich noch mehr Gründe dafür. Ich möchte einfach ein bisschen mehr Zeit haben für meine Frau. Tut mir leid. Na, wir brauchen aber einen wie dich, um gegen so Spekulanten wie den Josef und den Sigi standzuhalten. Wird sich schon einer finden. Sie landen! Genau da! Ich mach's. Wie? Ja, ich mach's. Ich lass mich aufstellen als Touristikobmann. Der Johann hat doch genügend mit der Hütte zu tun und... Warum soll das keine Frau machen, oder? Super. Echt super, danke. Kompliment. Das ist eine Frau. Ich hab dir schon immer gesagt, die ist goldrichtig für dich, mein Bub. Ja, Mama. Goldrichtig. Ja, Mama. Und dann antworten!
Ordnung, bitte. Ja, Anita, ich frage dich vor Gottes Angesicht. Nimmst du deinen Bräutigam Carlo als Mann und versprichst, ihn dir treu zu halten, in guten und in bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, ihn zu lieben und zu ehren, bis dass der Tod euch scheidet? Dann antworte mit Ja. Ja! Im Namen Gottes und seiner Kirche steht in der Ehe. Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht. So, jetzt muss ich aber auch runter. Es wird höchste Zeit. Heute, darüber will ich. Vor die Kapelle auf die andere Seite. Ja, Herrschaft, Zeiten, nein. Es wird schon wieder nichts. Oh nein, ah! Ist das toll? Das ist eine riesen Schau, Papa! Oh, das ist toll! Das darf doch nicht wahr sein! Verflucht ist! Herr! Bitte hilf mir! Oh, oh, oh. Danke. Den werf ich später! Das war das letzte Mal, das schwöre ich. Nie wieder mache ich sowas. Nie wieder. Carlo, eine witzige Idee, wirklich. Alles Gute und Bergheil für die Hochzeitsnacht. Die Lumpen lassen sich nicht lumpen vom Feindbund. Ich bitte dich, die paar Missverständnisse. Prachtkinder sollen's werden. Ja. Und die Taufe, die könnt's nachher bei uns feiern. Umsonst selbstverständlich. Vorausgesetzt natürlich das Geschäft. Hm? Ihr könnt ja kein erbarmen. Was ihr braucht, ist eine Abkühlung. Ja. Du? Ich würde es noch mal tun. Was? Dich heiraten. Ehrenwort? Ehrenwort. Du, Friedel, warte mal. Die Eva und ich, wir möchten auch noch mal. Was? Heiraten? Na, Springer. Na, mit mir nimmer. Ich brauche jetzt ein Weißbier. Jetzt hast du Glück gehabt. In jeder Hinsicht.